mit Royals quasi auf den Markt kam, also als Royals sich zu einem weltweiten Hit entwickelte, da war sie, glaube ich, 16 Jahre alt. Geschrieben hatte sie das Ganze sogar erst schon bereits mit 14. Eine bis dahin also noch gar nicht so bekannte, zu Recht logischerweise noch sehr junge Sängerin aus Neuseeland, die unter dem Namen Lord dann relativ schnell weltweit Furore machte. Ein sehr ruhiges, zurückgenommenes Lied, ein Lied, das ihre Kritik an, glaube ich, das ging so ein bisschen um diesen Lebensstil, der in Hip-Hop-Videos oder in der Hip-Hop-Welt besonders stark, Hip-Hop hat sie immer auch sehr beeinflusst, das hat man ihren Beats zum Teil auch ein bisschen angemerkt, da so ein bisschen, also ein Gegengefühl entgegengesetzt, das war da also eine Frau, eine junge Frau, die ganz eindeutig sich eher als Freak, als Außenseiter fühlte bei dieser Welt der reichen, schönen, beliebten, populären. In einem aktuellen Interview im Musikexpress wird auch sehr schön beschrieben, wie ihr Lächeln wirkt, dass es eben nichts zu tun hat mit diesem klassischen, immer etwas aufgesetzten amerikanischen Strahlelächeln, sondern ganz anders ist. Hier ist ein junger Mensch, der es geschafft hat, sich irgendwie als ja, als sozusagen The Thinking Man's Taylor Swift zu positionieren, möglicherweise. Mittlerweile auch eine gute Freundin von ihr übrigens. Also durchaus. Aber sie ist ja, wenn ich es recht verstanden habe, ist sie inzwischen eigentlich tatsächlich in diese Hochglanz-Klicken reingerutscht über Taylor Swift. Sie ist auch über Lena Dunham und die Clique Genau, von weil. Taylor Swift und ist inzwischen eben auch in Magazinen vertreten. Und also, wenn ich es recht Alles verstanden das. habe, ist das quasi, was du beschrieben hast, gerade ihre Vergangenheit und die Genau. Gegenwart sieht ein bisschen anders aus. Das ist richtig, aber ich wollte dazu sagen, genau, deswegen, das war mir auch wichtig zu sagen, die Vergangenheit sah so aus und sie ist natürlich mit dem ersten Album, das kann man jetzt nicht mehr anders sagen, ein Megastar geworden, gleich ganz, ganz radikal. Unglaubliche Vorschusslorbeeren, unglaubliche Erwartungen fürs zweite Album. Das heißt, das zweite Album konnte sich wahrscheinlich nicht mehr so anhören wie das erste Album. Das ist genau der Punkt. Der Unterschied gerade zwischen Royals, einer relativ zurückgenommenen Nummer und diesem Lied Greenlight, was wirklich von vorne bis hinten sagt, Pop in Großbuchstaben und mit 24 Til Schweiger Ausrufezeichen Boah. Hinten dran. Naja, Entschuldigung, der Mann hat die doch erfunden, oder? Musst du so eklig Es tut mir leid. Also jedenfalls ein Lied, das in Großbuchstaben Pop ruft. Deshalb hast du das T-Shirt auch angezogen. Deswegen habe ich das T-Shirt angezogen, weil die hier drauf sind. Steht da irgendwo Pop? Ja, Auch nein. Pop, ganz unten links. Da, genau, meine Damen und Herren, hier. Direkt neben Kaboom. Das ist das, was dieses Lied sagt, genau, Pop. Und das auf, wie ich finde, immer noch gekonnte Weise. Es ist ein Album, das ganz klar reflektiert, dass sich ihr Leben verändert hat, klar. Gleichzeitig hat sie natürlich schon versucht, ein bisschen auch, das habe ich ja gesagt vorher, bewusst diesem Leben ein bisschen zu entgehen, ist nach Neuseeland zurückgegangen, um eine Zeit lang erstmal wieder ganz normales Leben zu spüren. Also dadurch vielleicht auch diese unglaublich lange Pause entstanden, weil sie erstmal wieder ein bisschen normal leben wollte, ein bisschen dieser Partywelt, diesem Leben mit Taylor Swift etc. entsagt hat. Nichtsdestotrotz weiß sie, und das merkst du dem Album an, dass sie jetzt anders an die Leute herangehen muss und auch anders herangehen kann. Ich war ein bisschen skeptisch, weil es gibt, sie ist schon, glaube ich, ein wichtiges Element, aber es gab auch auf dem ersten Album einen Kollaborateur, einen musikalischen, der ist auf diesem Album, glaube ich, wenn überhaupt, nur noch am Rande vertreten. Dafür ist auch mit Jack Antonoff von der Band Fun ein angebliches musikalisches Wunderkind an ihre Seite getreten, der jetzt auf diesem Album quasi so als der. Ist der Freund von Lena Dunham, Und das ist der um Freund den Gossip mit von einzustreuen. Lena Dunham, genau. Dadurch hat sie die kennengelernt und der gilt ja so auch so als Indie-Pop-Wunderkind. Nun muss ich sagen, dass ich die Band Fun, Punkt, so heißt sie, also mit Punkt unten dran, unglaublich langweilig fand und deswegen auch immer schon Angst hatte, oh Gott, wenn das jetzt in diese Richtung geht. Und auch bei Greenlight ist es so, dass ich so gedacht habe, ah, dieses Klavier in dem Lied, das ist mir eigentlich zu banal. Zum Beispiel dieses, wie das da gespielt ist. Und da fand ich tatsächlich ihre reduziertere Sachen schöner. Ich glaube, ich mache auch, muss auch keinen Hehl daraus machen, dass ich wahrscheinlich Pure Heroin das bessere Album finde, ganz klar, weil mir da fast jedes Stück auf eine bestimmte Art sehr gut gefallen hat. Ich finde aber, nachdem ich es jetzt erst ganz paar Mal nur hören konnte, Melodrama einen mittlerweile sehr gelungenen Zweitling, auf dem sich einige großartige Stücke befinden. Die erste Single ist nur eine davon. Das zweite Single, Perfect Places, finde ich auch ziemlich gelungen. Auch
Homemade Dynamite, ein Stück, das sie auch schon live produziert hat, präsentiert hat, und Sober, das von mir schon eingangs erwähnte Stück, was für sie auch so ein zentrales Stück dieses Albums war, diese Frage, was macht man eigentlich, wenn man wieder nüchtern ist? Das finde ich auch sehr gelungen, auch der Einsatz von Samples und verqueren Geräuschen in diesem Lied und wie die Bläser in diesem Lied oder das, was so gläserähnlich da reinkommt, eingesetzt werden, macht auch das wieder zu einem sehr spannenden Popsong. Wie hat es denn auf euch gewirkt? Jan, was war denn so deine Erfahrung? Also ich finde es tatsächlich von vorne bis hinten ein super Pop-Album. Mhm. Also ein Pop-Album im besten Sinne, das hat irgendwie, ist es nicht langweilig, das hat Tempowechsel, Rhythmuswechsel, das hat eigenartige Einsätze von Instrumenten. Da passieren relativ viele Sachen immer in jedem Song. Also hat man ja in dem schon gesehen, mhm, dass das halt nicht einfach irgendwie von vorne bis hinten durchwummert, sondern sich halt irgendwie ein bisschen variiert die ganze Zeit. Und so war das ganze Album und ich war wirklich erstaunt, aber es hat mir gut gefallen. Mhm. Also ich mag die Stimme. Die Stimme ist, glaube ich, auch die Stimme ist halt immer wahnsinnig, also die mochte ich wahnsinnig gerne. Ja. Und ich mag das musikalisch einfach. Mhm. Also so finde ich, darf sich ein Popalbum durchaus anhören, im Gegensatz zu dem, was du uns hier manchmal anschleppst und als Pop bezeichnest. Das tut mir sehr leid, ja. Ja, die Stimme ist natürlich auch noch ein ganz wesentliches Element. Die hat halt auch etwas, finde ich, unglaublich Faszinierendes. Und da wirken manche Zeilen einfach von vornherein auch gleich ein bisschen anspruchsvoller oder interessanter, als wenn sie einfach nur von einem typischen Pop-Stimmchen gesungen werden. Also vielleicht mal zum Klavier, was du erwähnt hast. Ja. Also das finde ich an diesem ganzen Album auch toll, was man aus so Pop-Harmonien dann doch noch rausholen kann. Das stimmt, wo ich nicht gedacht hätte, dass das überhaupt noch geht. Mhm. Also dieses Klavier, dieser abgehackte Rhythmus mit exakt diesen Akkorden, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Aber das stimmt. Langweilig finde ich es in dem Fall nicht. Ja, das ist richtig. Ich finde das Lied eben auch, trotz so eines abgeschmackten Elements, das sich darin befindet, habe ich auch gedacht, ist das einfach eine unglaublich großartige Nummer, die wirklich, wirklich Spaß macht, Spaßfaktor. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Es gibt eine sehr schöne Klavierballade. Ja, irgendwas Liability. Liability. Die, ja. Da fand ich das Klavier auch ziemlich klasse. Ich finde, die Stimme ist das Element auf diesem Album. Die hat mich wirklich gekriegt. Ja. Tolle Stimme. Und das macht so eine ganz interessante Polarität auf für mich, weil die Musik langweilt mich tatsächlich. Also das ist, ich gebe dir recht, gut gemachter Pop, aber auch gut gemachter Pop langweilt mich oft. Und das ist mir zu kommerziell, das ist mir zu, tatsächlich oft zu Bum-Bum, das ist mir zu, ich glaube, dafür bin ich einfach 25 Jahre zu alt, so, mhm, für diese Art von Musik. Das ist auch, da bin ich nicht die Zielgruppe. Aber immer, wenn dann die Stimme einsetzt, wird die Sache spannend. Und ich glaube, diese Spannung, die sich aufbaut zwischen der für mich eher langweiligen kommerziellen Elektro-Bum-Bum-Musik, mhm, und dieser wirklich außergewöhnlichen Stimme und Art zu singen, das macht es interessant für mich. Die Stimme bremst doch immer unheimlich, ne? Wenn dieses Bum-Bum kommt, ja, und du denkst, der geht jetzt nach vorne, ja, dann fängt sie an zu singen und holt das dann so. Zum Glück, ich war jedes Mal sehr, sehr froh, wenn die Stimme eingesetzt hat, also bis auf wenige Ausnahmetracks, aber bei den meisten Tracks habe ich so gedacht, das mit einer anderen Stimme oder mit einem anderen Gesang würde mich zu Tode langweilen, würde ich sofort ausmachen. Mhm. Ich fand es ganz interessant, ich habe ein paar Interviews mit ihr gelesen, dass sie in Interviews noch unglaublich pubertär wirkt und so irgendwie so jemand, der gerade so erste Schritte im Erwachsenenleben macht. Mhm. Und dagegen der Gesang wahnsinnig erwachsen wirkt. Und natürlich gefällt mir das Konzept, also was du schon erwähnt hast. Sie selber sagt, ja, es ist, glaube ich, sie hat sich nach langer Zeit von ihrem Freund auch getrennt. Mhm. Und es ist eigentlich, sie sagt, es ist kein Trennungsalbum, es ist ein Album über das Alleinsein. Genau. Und sie hat in dieser Zeit, in der sie jetzt gelernt hat, wieder allein zu sein, wohl war sie eben nicht allein, sondern hat wohl regelmäßig jeden Abend irgendwie Partys eben gegeben in ihrem Haus. Was man in dem Alter ja auch durchaus machen kann. Das war die Inspiration sozusagen für dieses Konzeptalbum über die Party. Mhm. Das finde ich einen interessanten Background. Also das ist auch eine ganz gute Geschichte, die damit verknüpft ist. Aber wie gesagt, ohne ihre Stimme würde es mich, glaube ich, eher ein bisschen langweilen. Mhm. Also wäre es mir zu glatt, zu heutig, zu poppig, zu kommerziell. Also ich glaube, die Persönlichkeit Lord oder die Persönlichkeit Ella, muss man in dem Fall vielleicht eher sagen, die sie ist, spielt, glaube ich, bei ihrer Musik und auch bei ihrem Erfolg tatsächlich eine große Rolle. Sie macht zwar Sachen, die kommerziell tauglich sind, die populär sind, die in diese Richtung gehen, aber gleichzeitig hat sie so diese Haltung, ich meine, wir kennen das alle, es gab immer Mädchen, die sowas altklug, Frauen, junge Damen sind ja sowieso meistens gerne ihren
Altersgenossen, ihren männlichen etwas voraus. Und es gab immer welche, die schon so mit 14, 15 irgendwie, keine Ahnung, Kafka gelesen haben, sich schwarz angezogen haben und so ein bisschen auch düstere Gedanken gepflegt haben. Und da kann dann eben auch mal sowas bei rauskommen. Nicht unbedingt, nicht jeder, der das tut, wird automatisch diese Art von Popstar. Aber ich denke mal, dass sie so ein Mensch war, der eben auch sehr viel gelesen hat. Und eben auch im Alter von 14 schon tolle Sachen deswegen selber schreiben konnte. Und ich glaube auch ihre Herangehensweise an Texte oder ihre Art zu schreiben, also ich glaube, sie macht es sich auch nicht einfach. Das würde ich mal sagen, davon zeitigt dieser vierjährige Prozess für dieses zweite Album. Ich finde es toll, es sind auf dem Album tatsächlich auch, also obwohl das, was du gerade gesagt hast, zum Teil stimmt, würde ich ja sogar sagen, es ist relativ wenig Bums auf dem Album. Also es gibt durchaus ein, zwei Stücke, wo es ein bisschen, wo der Beat in dieser Form nach vorne geht. Es gibt aber auch wirklich mehrere grandiose Stopper. The Louvre zum Beispiel, ein Stück, das ist glaube ich das vierte Stück, wo man erstmal denkt, was ist das jetzt? Das will ja so gar nicht der große Popsong sein, aber wird gerade dadurch, auch wenn man es in einer gewissen Lautstärke hört, sehr spannend. Aber der Tenor, dass die Stimme, die Persönlichkeit, das wichtigste Element ist bei Lord, würde ich sofort unterschreiben. Das macht, glaube ich, eben das Wesen ihrer Musik aus. Dazu passt auch noch ihr Tanzstil, der ja auch gerne karikiert oder sich darüber lustig gemacht wurde zum Teil, dass sie eben nicht choreografiert tanzt, sondern dass sie eben, naja, sich eben so bewegt, wie sie sich bewegt. Das mag der eine oder andere seltsam und affektiert finden. Ich sage es gleich so, das Glück, sie tatsächlich vor drei Jahren oder so, glaube ich, live zu sehen in New York bei einem Konzert und kann nur sagen, das ist... Sie ist in ihrer ganzen Darbietung, auch gerade auch auf der Bühne, auch in einer sehr reduzierten Darbietungsform, fesselnd und großartig, muss ich wirklich sagen. Das ist total klasse und hat mich damals schon sehr überzeugt. Deswegen freue ich mich, dass Melodrama, das neue Album, jetzt im Handel ist. Ganz wichtiger Hinweis noch für alle Leute, die sich für Vinyl interessieren, so wie ich. Wir blenden mal kurz vielleicht noch das Cover ein. Ein schönes Gemälde von Lord. Also nicht von ihr selber gemacht, sondern wo sie zu sehen ist. So sieht es aus. Und die Vinyl-Schallplatte wird wohl erst im August rauskommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Keine Ahnung, ob da im Presswerk irgendwas schiefgelaufen ist oder ob das tatsächlich eine Art Marketingplan ist. Das wäre etwas seltsam. Aber das Album ganz offiziell ist heute in dieser Form, also außer auf Vinyl, erschienen. Melodrama von Lord, ein sehr gutes zweites Album. Wie weit sie dann weiterhin die Zukunft der Musik darstellt, das darf man abwarten, darf man gespannt sein. Ich bin's und wir gehen mal zum nächsten Thema.